Ihr wollt unbedingt, dass ich die Nägel von Nezuko aus Demon Slayer mache. Die hat ja eher so spitze Krallen. Deswegen habe ich mir diese Mandeltipps genommen und sie einfach spitz gefeilt. Und jetzt erstmal so ein richtig deckendes Nude aufgetragen. Ihre Nägel sind so rot an der Spitze. Deswegen habe ich mir jetzt roten Lidschatten genommen und damit halt so einen Ombre-Verlauf gemacht. Irgendwie sieht er ziemlich messy aus. Egal, darüber kamen jetzt noch so weiße Flammenmuster. Und auf den Ringfinger habe ich jetzt dieses Muster von ihrem Kimono gemacht. Und ich muss sagen, dieses Muster ist so kompliziert. Ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen. Ich habe es aber irgendwie hinbekommen. Und zuletzt kam noch auf den Mittelfinger das Kanji für Nezuko. Also halt die japanischen Schriftzeichen für ihren Namen. Ist mir dann aufgefallen, dass es schief war, also habe ich es nochmal gemacht. Und die habe ich jetzt noch Rosé-Gold verchromt. Und hier ist das fertige Ergebnis. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Demon Slayer-Fans seid. Und hinterlasst ein Like, wenn diese Nägel euch gefallen. Kommentiert gerne eure Nagel-Ideen fürs nächste Video.